Kamera filmt, da sieht das ganz einfach aus. Da ziehen die wie verrückt. Merkel ist ein von den größten Jagdwaffenherstellern in Deutschland. Wir sind in der Herstellung von Jagdwaffen auf mittlere und hohe Preissegment spezialisiert. Wir wollten, dass die Tester unsere Produkte in eine richtige Jagdsituation probieren, testen. Solche Veranstaltungen öffnen uns viele Tore. Also zum einen ist es uns sehr wichtig, immer am Puls der Zeit zu sein, eben den Austausch mit den Verwendern zu haben, auch kritisches Feedback zu bekommen, damit unsere Produkte zu optimieren. Und zum anderen wollen wir natürlich auch unseren Enthusiasmus für die Jagd weitergeben und den Leuten auch bieten und zeigen, welche Möglichkeiten in dem Bereich bestehen und wofür die einzelnen Produkte natürlich auch idealerweise einsetzbar sind. Merkel Gear ist auf dem deutschen Markt ganz neu oder auch auf dem internationalen Markt, wurde zu IBA 2016 erstmalig vorgestellt und ist jetzt ab August, September diesen Jahres im Handel erhältlich. Also Merkel Gear hat bei dieser Aktion mitgemacht, weil wir authentisches, ungetrübtes Feedback bekommen wollen. Es gab einen tollen Austausch, es war eine ganz tolle Truppe. Unter den Herstellern haben wir uns sehr gut verstanden und auch die Jäger, die Tester, das waren alles ganz nette Leute. Wunderbare Praktiker, auch Leute, die viel zur Jagd gehen, die Mädels genauso wie die Jungs. Es gab ehrliche Kritik, was uns sehr wichtig ist. Wir sind daran interessiert, die Produkte kontinuierlich weiter zu verbessern und am Puls der Zeit zu bleiben. Wir brauchen einfach die ungetrübte Meinung aus der Praxis. Das heißt, es halt ist einem Begriff, Merkel auch, klar. Ich bin Studentin, das ist immer so das, was man haben will. Und es ranken sich Mythen darum, wie toll es ist. Und dann hat man es in der Hand und es ist leider wirklich so toll, wie es ist. Eine Merkel Helix hatte ich persönlich nur über unseren Revieraufseher in der Hand. Er hat eine, ist da auch sehr zufrieden mit. Ich habe von meinem Cousin von der Aktion erfahren. Der hat mir einen Internetlink geschickt und daraufhin habe ich mich beworben, weil ich die Aktion sehr interessant fand. Ich bin mit den Erwartungen angereist, einen Hirsch zu schießen, da ich das Erlebnis noch nicht hatte. Und hat soweit gut geklappt. Mit der Helix bin ich so gesehen ganz gut zurechtgekommen, nur mit dem kurzen Kammerstängel. Das war eine Umgewöhnung, sodass man gleich im Anschlag konnte, durch Zielfernrohr weiter durchschauen konnte. Das hat ein bisschen gedauert, bis man sich dran gewöhnt hat, aber es braucht Zeit. Aber man gewöhnt sich dran, definitiv. Der Vorteil ist dieser kurze Kammerstängel. Man kann im Ziel bleiben, man kann es weiterverfolgen, das Stück. Im Notfall gleich nachreportieren durch den geraden Kammerzug. Die Aktion habe ich auf Facebook gesehen und habe da direkt teilgenommen. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich eigentlich keine Erwartungen an die Aktion und dachte, ich mache mal mit und war dann eigentlich schon freudig überrascht, dass dann gleich unsere Jagd einmal kam und habe dann ein paar Bekannten auch davon erzählt, habe gesagt, ja, jetzt mal mitgemacht. Ich gehe mal davon aus, das Einzige, was ich kriegen werde, ist Werbung, aber war dann doch freundlich überrascht, als dann wirklich der Anruf kam. Ich bin mit der Waffe an sich wirklich gut zurechtgekommen. Als ich damals mir mein Gewehr gekauft habe, war für mich die Überlegung, ob ich eben die Helix nehme. Merkel habe ich vorher noch keinen Kontakt wirklich gehabt. Habe mich zwar für die Helix sehr interessiert, muss ich ehrlich sagen. Also nach dem Schießkino habe ich mir schon Gedanken darüber gemacht, wäre vielleicht die Merkel nicht das richtigere Gewehr für mich. Im Nachhinein ist man immer schlauer, man kann nicht alle Gewehre austesten. Aber natürlich ist das immer eine Preis-Leistung, Notwendigkeitsfrage. Ich habe mich immer sehr gefreut, als man die Tester gefragt hat, ob die schon auf Rotwild gejagt haben, haben die meistens
mit Nein beantwortet. Und diese erste Rotwild-Erfahrungen bei uns im Revier, bei diesen Leuten, das hat mich sehr bewegt, auf jeden Fall. Ja. Also die Hirsche aus dem Wald zu bergen, sind immer ein Highlight, aber natürlich waren andere große Momente, zum Beispiel im Skiskino hatten wir richtig Spaß gestern. Ja. Uli, ich danke dir. Die Gruppe war echt top, war richtig geil zusammengestellt, es hat absolut harmonisch gepasst. Auf der einen Seite, wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Auf der anderen Seite konnte man sich auf die auch hundertprozentig verlassen. Bei Jagd gibt es ja verschiedene Regeln, die einzuhalten sind. Geht ab mit dem Abschuss und so weiter. Sicherheitsvorschriften, das hat alles super funktioniert. Und das Feedback hat auch gut geklappt. Das Drückjagdglas fand ich super. Besonders im Schießkino konnte man es halt richtig ausprobieren mit dieser Jagdsimulation. Und doch, da kam ich gut mit zurecht, auf jeden Fall. Definitiv würde ich das Event weiterempfehlen. Man hat viele nette Leute kennengelernt und hoffe, dass halt der Kontakt weiterhin besteht. Also bewerbt euch das nächste Mal, Leute. Also das Zeiss-Glas war wirklich top. Schönes, breites Sichtfeld. Der Leuchtpunkt ist fein. Auf dem Sitz hatte ich dann das Zeiss Victory 10x42 dabei. Das war also von der Bildschärfe und auch vom Sichtfeld her top. Also muss man wirklich sagen. Zeiss-Glas im Schießkino haben wir ja auch getestet. Das war, ich als Fluchtvisierschießer, war es am Anfang sehr ungewohnt. Habe mich wirklich dran gewöhnen müssen, eigentlich ein Auge zuzumachen. Mir ist dann gesagt worden, ich kann auch beide Augen offen lassen. Hat dann besser geklappt wie mit einem Auge zu. Also es wäre eine Überlegung wert, Drückjagdglas. Das hat natürlich einen riesen Vorteil, gerade jetzt hier im offenen Fichtewald, Drückjagd, Rotwild. Ich kann auch mal auf 5, 6 oder sogar 8-fach hochdrehen und auch mal auf 60, 70 Meter einen sicheren Schuss abgeben. Also ganz ehrlich, gab es anfänglich natürlich schon Bedenken von den Testern, dass die sehr dünnen einzelnen Schichten, die wir hier haben bei Merkel Gear, der Witterung hier im Thüringer Wald nicht gewachsen sind. Wir hatten jetzt hier in den Hochlagen des Thüringer Waldes knapp über 0 Grad zuletzt. Das war schon reichlich zapfig. Und dafür, dass wir nur 16 Modelle jetzt für den ersten Schwung im Programm haben, waren alle sehr positiv angetan. Es ist sonst keiner erfroren. Es war schon ziemlich frisch in Sachen Jagdbedingungen. Wurde immer kühler auch vom ersten Tag an, wo es noch relativ mild war. Um die 8 bis 10 Grad vielleicht bis zum heutigen Morgenansitz. Da hatten wir knappe 2 Grad. Es gab einen Nieselregen, der, wenn es noch ein bisschen weiter abgekühlt wäre, wahrscheinlich auch einen Schneeschauer übergegangen wäre. Im Großen und Ganzen, muss ich sagen, wurden diese Bedenken auch angesichts der harten Witterung, die wir hatten, komplett zerstreut. Die Windstopper-Membran von 37.5, die wir da verwenden, in Kombination mit den einzelnen Merino-Schichten, hat die Tester im Endeffekt auch sehr positiv überzeugt. Ich bin natürlich auf alle einzelnen Produkte, alle 16, das sind ja nicht allzu viele, die wir bis jetzt haben, sehr stolz. Mir gefällt die Jacke sehr gut, die Hose, allerdings dieses Fließteil, das ich hier gerade anhabe, das sogenannte Bush-Shirt mit der Markentechnologie Kokuna 37.5 ist mein persönliches Highlight, ist ein toller Mitlayer, den man das ganze Jahr von der Bockjagd bis zur letzten Rückjagd im Januar hin tragen kann. Unwahrscheinlich vielseitig. Das basiert ja so ein bisschen auf diesem Zwiebelmuster-Prinzip und mir fehlte da eine Komponente, weil ich da die Größe nicht gepasst hat und dementsprechend war es mir ein bisschen kalt. Was mir positiv aufgefallen ist an Gimmicks waren zum Beispiel diese Knöpfe an der Hose, dass die mit, es keine Druckknöpfe sind, kein Klettverschluss, es ist halt schön leise, es war so ein Magnetverschluss, den fand ich super. Waren auch genug Taschen da, weil ich persönlich habe immer relativ viel mit den Hosentaschen. Mit der Bekleidung von Merkel Gear kam ich sehr gut zurecht. Das ist ein Zwiebelschalenprinzip. Von Merkel Gear gibt es halt viele Unterhemden. Die habe ich jetzt alle an und man muss schon dieses Zwiebelprinzip ausführen, damit einem relativ warm ist. Ansonsten einzeln die Schichten bringen jetzt. Die Hose passt sich gut dem Körper an, ist mit diesem Stretchstoff ausgestattet und von daher sehr gut anzuziehen. Dafür, dass das die erste Produktlinie von Merkel Gear ist, muss man sagen, ist er auch schon sehr weit entwickelt und auf einem sehr hohen Level. Preis-Leistungs-Verhältnis von den Merkel Gear Kleidern, muss ich sagen, finde ich im Vergleich zu anderen Jagdherstellern, die ja meistens ein bisschen teurer sind wie Outdoor-Hersteller, doch gerechtfertigt auf jeden Fall. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis in meinen Augen.
Die Belüftung ist super. Also diese breite Belüftung hinten ist für den Sommer also ideal. Da kann man wirklich einmal morgens im kalten Wetter losziehen und dann etwas später hinter die Notentriegelung ziehen. Was ein bisschen gefehlt hat, also wir haben jetzt bei 2 bis 3 Grad etwa gejagt, feucht-kaltes Klima. Ein Zusatz, also etwas dickere Wollpulli oder einfach ein Fleece-Pulli. Ich bin mit dem Zwiebelschalenprinzip sehr gut zurechtgekommen hier in dem, bei diesen Bedingungen. Ich weiß nicht, wie es bei minus 15 Grad und bei Schnee stattfindet. Also da wären noch einige, oder nicht einige, aber ein Zusatzmodul, sage ich jetzt mal. Also als Zwischenschicht einfach wünschenswert. Auf jeden Fall die Jacke. In Kombination mit der Hose ist absolut mein Lieblingsstück. Passt super zusammen. Die Beinbesätze, die Stretch-Funktionen. Hinter ist Wasser, also mit dem Zusatzpolster ausgestattet. Was mir sehr gut gefällt an allen Klamotten, sind diese längeren Schnitte. Das hat mir bei vielen also wirklich oft gestört, dass wenn man die Arme hochhebt oder zur Seite, die Ärmel irgendwo aufhören und auch der Bauchnabel rausguckt, übertrieben gesagt. Also die Schnittlänge und Größe, das ist einfach überragend. Kenne ich ja so in der Form eigentlich selten von Herstellern. Das war der Plan. Also ich bin nach diesen Tagen wirklich zufrieden mit dem Event. Es hat meiner Meinung nach alles gepasst. Die Stimmung war und ist sehr gut. Wir wollten es ein faires Feedback, Verbesserungsvorschläge zu unseren Produkten, dass diese Produkte halt richtig bei den Endkunden am Mann im Revier draußen sind und dass man halt, wie gesagt, ein faires Feedback bekommt. Also für mich war es wirklich eine tolle Erfahrung, die Merkel-Werkstatt auch zu sehen, einfach mal zu sehen, wie werden die Gewehre, insbesondere die Helix, auch hergestellt. Ich kenne das ja von Zeiss. Man weiß gar nicht, wie viel Handarbeit da dahinter steckt. Ja, ein Mann, er legt sich nach vorne mit dem Kopf. Ich wurde jagdlich gefordert, oder vielmehr noch mein Hund, der liebe Justus, das ist eine Kopfhoff-Bracke. Gut drauf, wie sie waren, unsere Tester, haben sie dann gefragt, ob man nicht doch lieber mit dem Hund nachsuchen könne. Und dann gab es eine dramatische Todsuche von 10 Metern vielleicht, waren es auch 15. Der Hirsch ist in einem Graben verendet und der Hund hatte zumindest auch einen kleinen Beitrag, den er da leisten konnte. Wie das bei der Jagd so ist, haben wir mal keinen Anblick gehabt und mal sehr viel. Ich habe einen ungeraden 16-Ender vom etwa 8. Kopf gesehen. Dann habe ich heute Morgen noch den 3B Hirsch gesehen, auf den alle so ähnlich gewartet haben. Und als quasi auch gelernter Förster muss sagen, ich war schwer beeindruckt, wie man das hier managt. Die Buchener Türverjüngung kommt flächig, ist nicht so stark verbissen und ich hatte Rotwild auch wirklich auf kürzester Entfernung vor, auch in größeren Dichten. Also faszinierend. Wir hatten ja auch einen tollen Vortrag. Das war wirklich eine runde Veranstaltung, ganz toll geplant von Merkel. Hut ab. Dieses Event würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich selbst habe nicht geglaubt, dass ich da gewinne, aber wenn man so ein Preisausschreiben sieht, auf jeden Fall. Mein Highlight heute Morgen war natürlich, mir ist ein Krone-Zehner 25 Meter vom Sitz vorbeizogen. Leider war er nicht frei. Wäre perfekte Schussdistanz gewesen, aber das Erlebnis allein war natürlich so als Highlight. Ich hatte das Glück, am ersten Ansitzmorgen eine rote Überläufer plus Bache plus Frischlinge vorzubekommen. Das Licht hat gerade ausreichend Licht vorhanden. Ja. Super Jagderlebnis. Also das Thema Wildbrett zerwirken, wo wir den Vortrag hatten, war für mich auch nochmal sehr interessant. Je nachdem, gerade wenn man Stücken komplett verarbeitet, ist es wichtig, wenn man sie später mal ins Sud kochen will, für den Knochen, die Knochen bis hier vor in die Schalen abzuziehen. Ich zerwirke schon relativ viel Stücke in Zwischenzeit, aber man lernt immer noch was dazu, was die Schnittführung anbetrifft, was so kleine Kniffe anbetrifft, wo man sich die ganze Arbeit erleichtern kann und wo man vielleicht auch ein bisschen schneller wird. Also mein absolutes Highlight war auf jeden Fall der Pirschgang mit dem Herr Fischer. Also zum einen hat man halt auch das Revier wesentlich besser noch gesehen, wie vom Ansitz und auch so die Vielfalt vom Revier. Sind dann losgepirscht und sind dann an eine Wiese gekommen, wo eben dann der Fischer vorgelaufen ist, mir dann signalisiert hat, dass ich eben hinter ihm bleiben soll.
Und ich habe dann durch die Bäume schon das erste Stück ausmachen können. Habe dann gesehen, dass vor ihm eben auch eins ist. Der Fischer hat dann das Dreibein aufgebaut. Habe mich dann da auf das Dreibein mehr oder weniger hingewiesen. Und dann habe ich mein Gewehr aufgelegt. Habe dann auch schon das Kalb gesehen vor uns. Das Kalb war aber halt spitz zu mir gestanden. Dementsprechend war für mich in dem Moment nicht die Möglichkeit zu schießen. Aber das ist halt so eine Sache, bevor ich dann unsauber schieße, lasse ich auch lieber mal einen Finger gerade. Die Werksführung bei Merkel war auch sehr interessant. War toll, also man hat mal genau gesehen die einzelnen Schritte von Waffen, auch die Sachen, wo man eigentlich so, wenn man ein fertiges Gewehr in der Hand hat, gar nicht mehr so nachvollziehen kann, wie lange das dauert und was da alles dahinter steckt. Das Event würde ich Freunden auf jeden Fall weiterempfehlen. Es war toll, war rundum gelungen. Es war für jeden was dabei und es war vor allem auch abwechslungsreich. Ja, wir sind hier im Suhler Jagdwaffenmuseum. Das, was man hier sieht, ist natürlich bei jeder zweiten Waffe, oh toll, das hätte ich gern. Sehr, sehr schöne Stücke. Bin begeistert. Zumindest der jagdliche Teil unseres gemeinsamen Events nun zu Ende geht, möchte ich mich an der Stelle ganz, ganz herzlich für das vorbildliche Verhalten bedanken. Es ist überhaupt nichts, aber auch gar nichts schiefgelaufen. Ihr habt euch toll an die vereinbarten Absprachen gehalten. Die Stücke, die zur Strecke gekommen sind, sind mit sauberen Schüssen erlegt worden. Wir haben sauberes Wildbrett abgeliefert, das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Und von dem her hat das alles super geklappt und daher von unserer Seite unser herzliches Weidmannsdank.